Zuschauer, würden Sie sich gerne behandeln lassen von diesem Zahnarzt in Bad mit dem Namen Dr. Auer? Esther. Und nun zu einer Geschichte, die uns kürzlich zu Ohren gekommen ist, über einen jungen Mann, der vor vielen Jahren in Prag war und dort eine schreckliche Situation vorfand. Flüchtlinge, die zu Tausenden dort gestrandet waren, lebten unter schrecklichen Bedingungen. Und der Einmarsch von Hitlers Truppen stand bevor. Der junge Mann, sein Name war Nicholas Winton, fand, dass etwas getan werden musste. Ihm ist es zu verdanken, dass 669 Kinder gerettet worden sind. Ich habe hier sein Album mit sehr vielen hochinteressanten Fotos. Ich hoffe, Sie können es gut sehen. Hier ist ein Foto von Nicholas Winton selbst. Mit einem der Kinder, die er gerettet hat. Im Album ganz hinten ist eine Liste aller Kinder, denen er helfen konnte. Das hier ist Vera Diamantova, heute Vera Gissing. Wir haben Vera auf der Liste von damals gefunden. Und sie ist heute Abend bei uns. Hallo, Vera. Hallo. Ich darf Ihnen sagen, dass der Mann, der direkt neben Ihnen sitzt, Mr. Nicholas Winton ist. Hallo. 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 Danke. Dankeschön. Ich habe Ihren Brief in der Zeitung gesehen. Also wissen Sie, wieso es so dringend ist. Das Verfahren... Unsere erste Gruppe besteht aus 20 Kindern. Sie brauchen am schnellsten Hilfe und kommen mit dem Zug her und treffen am Bahnhof Liverpool Street in 2 Wochen ein. Genau. In 2 Wochen. In 14 Tagen. Darum bitten wir Sie, uns zu helfen und das Verfahren nach Möglichkeit zu beschleunigen. Wir bearbeiten Anträge immer in der Reihenfolge des Eingangs. Das Verfahren braucht Zeit. Die haben wir nicht. Die deutsche Wehrmacht kann dort täglich die Grenze überschreiten. Mr. Ledbetter, sind das Ihre Kinder? Ja? Ja. Die Familien dort sind genauso. Genau wie Ihre. Sie leben unter Bedingungen, die Sie sich nicht vorstellen können. Immer die drohende Kriegsgefahr im Nacken. Sie wehrten sich auch für Sie gegen Hitler-Deutschlands Expansionsgier. Und im Gegenzug erbitten Sie nichts weiter, als dass wir ihren Kindern eine sichere Zuflucht gewähren vor dem Grauen, das vor der Tür steht. Ist das nicht das Mindeste, das dieses Land ihnen gewähren sollte? Wir gehen in 30 Sekunden auf Sendung. Okay, Ihr Platz ist der gleich hier. Kann ich nicht weiter hinten sitzen? Zu einer Geschichte über einen jungen Mann, der vor vielen Jahren in Prag war und dort eine schreckliche Situation vorfand. Flüchtlinge, die zu Tausenden dort gestrandet waren. Und der Einmarsch von Hitlers Truppen stand bevor. Denkst du manchmal darüber nach, was aus den Kindern geworden ist? Sie haben bestimmt viel zu erzählen. Um mich geht's überhaupt nicht. Wir arbeiten unter Hochdruck daran, diese Kinder mit dem Zug nach Großbritannien in Sicherheit zu bringen. Warum tun Sie das, Mr. Winton? Wenn ich die Möglichkeit habe, etwas zu verändern, will ich es versuchen. Ich muss. Geh und beeil dich! Nikki, dir ist doch klar, dass wir nicht alle retten können. Das musst du dir selbst unbedingt verzeihen. Ich habe die Sache angefangen. Ich muss sie auch zu Ende bringen. Wir dürfen diese Menschen auf keinen Fall im Stich lassen. Was du da geschafft hast, ist unglaublich. Wir tun alles, was wir können. Sie haben großes Vertrauen in gewöhnliche Menschen. Ich bin ja selbst einer. Wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt. Bitte verzeihen Sie aber, über wie viele Kinder sprechen wir? Kann es sein, dass heute Abend hier noch jemand unter uns ist, der sein Leben Mr. Nicholas Winton zu verdanken hat?